Hallo und willkommen zurück, meine Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Lay Ja. Wir sind jetzt mittlerweile auf Ebene 12 angelangt. Also haben noch 12, 13, 14 und 15 vor uns. Wir sind hier auf jeden Fall bei den Vitrax Hello. Hello. gelandet. Alof ist ein bisschen angeschlagen. Ich selber bin auch ein bisschen angeschlagen, fällt mir gerade so auf. Wobei, ich glaube, ich habe gesehen, dass ich angeschlagen bin, aber ich habe noch dreimal so viel Lebenspunkte, wie ich Ausdauer habe. Also ist das jetzt nicht so dramatisch. Da sind Vitrax, die mir nicht feindlich gesonnen sind. Das Zeug da ist mir feindlich gesonnen. Also ja, ich hatte ja schon meine Begegnung mit einem Vitrak. Charek, du spürst etwas Kratzendes in deinem Kopf, gefolgt von einem plötzlichen schrillen Klingeln. Vereinzelte Bilder blitzen von deinem geistigen Auge auf. Du siehst eine Masse an Nestern, die sich an eine Höhlenwand gelehnt in die Finsternis erstrecken. Ein riesiges Netzwerk aus Spinnweben, irgendwo tief unter der Oberfläche. Außerdem siehst du die Körper der Wachen, die du kürzlich erschlagen hast, zusammengesunken auf dem Höhlenboden liegen. Als die Bilder verblassen, siehst du eine weitere spinnengesichtige Kreatur vor dir stehen, die ihre klauenbewehrten Hände hebt. Du spürst abermals einen Stich in deinem Schädel und dann erklingt in deinem Verstand eine Stimme, die deinen Gedanken völlig fremd ist. Orech Duvati Narod Uvareknat. Die Kreatur hält mit zuckenden Fangzähnen inne. Kadina Foster Argendiare. Entschuldigung, aber ich verstehe dich nicht. Die Kreatur macht ein eigenartiges zwitscherndes Geräusch. In deinem Kopf hörst du das folgende: Ediersprache. Seit dem letzten Gedanken hat das Rad viele Umdrehungen gemacht. Tier hier ist hier Eindringling. Nester sind hier. Beschützer sind tot. Ist hier jetzt fertig? Hört hier jetzt zu? Nicht kämpfen? Ich werde zuhören. Es gibt keinen Grund zum Weiterkämpfen. Gut, ich werde zuhören, aber probiert besser keine dummen Tricks. Ich bin kein Tier. Diese Wachen haben mich zuerst angegriffen. Ich glaube, du musst ein bisschen an deinem Edirisch arbeiten. Ich werde zuhören. Ja, Tier muss nicht kämpfen. Die Kreatur breitet ihre Arme aus. Vita grüßen dich. Willkommen im Nest. Tier wahrt den Frieden. Erzähl mir über die Vitrak. Die Vitrak sieht dich im Moment lang. Die Vitrak sieht dich einen Moment lang an, dann an sich selbst herunter, zurück. Was ist Mensch-Tier? Vitrak-Volk sieht Dinge, die andere nicht sehen, sehen Licht in trüber Hülle. Sie zeigt auf dich, sehen großes und brennendes Licht. Vitrak sprechen ohne Stimme und mit vielen. Hunderte sehen in großer Stadt. Stravek Narif ist Kolonie. Eine große Reise. Tier würde lange laufen, um sie zu erreichen. Und was machst du hier? Vitrak suchen. Suchen Wissen für Heimat, für Kolonie. Sitravnik weit weg. Lange Zeit, wir haben gesucht. Wir wurden krank vor Erinnerungen an die Heimat, bauten Nester, schufen neue Heimat und fanden, was wir suchen. Meister dieses Ortes. Die Vitrak deuten auf die Wände um euch herum, bauten Adra an. Kein Schneiden, Brechen, Anbauen, Formen. Wenn Vitrak Geheimnis finden könnten. Machen großartige Werke, Statuen, Maschinen. Vitrak könnten Seide und Adra weben. Unsere Nester werden stärker, Kolonie wird stärker. Alle von uns weben großartige Arbeiten. Du spürst plötzliche Melancholie von der Vitrak. Wir sind nah, Maschinenkristalle finden aber unter uns auch Adra-Männer, haben viele verloren, zu viele. Sie betrachtet mich mit einem plötzlichen Interesse. Mensch-Tier ist stark. Besiegte andere Tiere, brachte Wachen, könnte Vitrak helfen.
Nach dem, was ich gesehen habe, verstehe ich nicht, dass du damit beginnen willst, dieses Zeug in deine Kolonie zurückzubringen. Nach was genau sucht ihr? Dinge zum Studieren, Dinge aus Adra, alles in den Ruinen unter uns. Muss sehen, wie Ort Nua Adra-Männer macht. Adra-Hüllen, ja. Tier muss Adra-Männer nicht töten, brauchen nur Hülle. Brauchen auch Teil von Maschine, Teil wie ein Herz von Maschine. Adra und glänzendes Metall. Vivitak denkt einen Moment lang nach. Letztes Stück ist Adra, nicht Adra aus den Wänden. Ist anders, rein, schwer zu finden. Scharikoft unter uns ist etwas davon. Wenn Mensch Tier diese Dinge bringt, Vitak bei Tieren großer Schuld stehen, wird Kolonie helfen, uns helfen. Können noch langem, nach so langem Warten nach Hause gehen. Für diese große Tat, Charak, würden belohnen, Tier. Ich werde sehen, was ich finden kann. Der Vitak macht ein merkwürdiges, klapperndes Geräusch und in deinem Verstand spürst du schemenhafte Dankbarkeit. Dann Charak ist dankbar. Weg zu Rien liegt im Osten. Speerinnen haben sich durch Stein gearbeitet, haben Stufen gefunden, haben mehr Stufen gefunden. Jetzt bewachen sie uns vor dem, was unter uns liegt. Hier muss Aufgabe erklären, dann wird Kestrorik den Frieden passieren lassen. Jack hält inne. Kestrorik ist nicht gütig. Hier passt auf sich auf. Werkzeug des Meisters. Die Werkzeuge des Meisters. In einem Bereich der Höhle unter Ket Nua haben sich Vitrak angesiedelt, die sich auf der Suche nach neuem Wissen weit von ihrer Heimatkolonie entfernt haben. Das offensichtliche Geschick des Meisters bei der Adra-Bearbeitung respektieren sie besonders und sie möchten lernen, wie sie Adra für ihre eigenen Zwecke formen können. Die Vitrak haben mich gebeten, sie bei ihren Forschungen zu unterstützen, indem ich die Ruinen unter ihrem Lager nach Materialien durchsuche. Ihre Anführerin warnte mich, dass dieser Bereich von fürchterlichen Konstrukten bewacht sei. Also, wir haben hier jede Menge Vitrax. Die Vitrax neigt seinen Kopf zum Gruß. Menschtier kehrt zurück. In den unteren Bereich muss vorsichtig sein. Dort wachen noch immer viele Augen. Weißt du irgendetwas über den Meister dieses Orts, Ort Nua? Der Vitrax fährt sich mit einer Kralle einen ihrer Fangzähne entlang und grübelt. Eret Narek Ort Nua. Name blutet durch Wände, aber Vitrak kennt Gesicht und Stimme nicht. Vitrak sehen großartiges Werk, sehen Statue, ja. Meister vieler Dinge, Meister von Adra, von vielen Stimmen gefangen im Stein. Die Vitrak deuten auf den Rest der Höhen, von den Dingen in der Tiefe. Vieles zu bewundern. Ja, Tier muss nicht kämpfen, die Kreatur breitet die Arme auf. Vitrak grüßen dich, willkommen im Nest, Tier wart den Frieden. Welche Sprachen hast du zuvor gesprochen? Die Vitrak macht ein zwitscherndes Geräusch, antwortet aber nicht. Ich gehe dann besser. Die Kreatur starrt dich einige lange Augenblicke unerschrocken an. Gut, hörst du? Dann Vitrak wünscht eine schnelle Reise. Sie geht einen Schritt zurück, worauf das Klingeln in deinem Kopf nachlässt. Was für ein seltsames Volk. Können wir nicht hierbleiben und ihnen noch mehr Fragen stellen? Ja, Kana. Das könnten wir machen, sobald wir... Hallo, Krivi. Diese Höhenwände wurden mosaisch von Adra bedeckt, der sich seltsamerweise warm anfühlt. Selbst in einiger Entfernung ist der merkwürdige Geruch dieser Flaschen und Gefäße zu riechen. In der trüben Flüssigkeit treiben kleine, groteske Gegenstände. I'm here. Was bist du für einer? Während du dich näherst, studiert dich die Vitrak aufmerksam mit dunklen, glänzenden Augen. Ihre Stimme in deinem Verstand klingt angenehm melodisch. In der Sprache ist willkommen. Krivi sieht gerne hier viele neue Dinge. Sie deutet mit einer Klaue auf die Höhlenwand. Viele Kristalle fügt sie aufgeregt hinzu. Was machst du da? Die Vikrak hebt einen klauenbewehrten Finger, um leicht an einer der Adra-Formationen zu kratzen, die entlang der Wand wachsen. Studiert Eskerva, Adra, wie wachsen, Form geben, gebrauchen. In Stravik Narif wächst kein Adra. Krivi wird Geheimnis lernen. Krivi jagt auch Vorräte. Isit hilft, sucht in Höhlen im Süden. Die Vitrak deutet in eine Richtung, nimmt sich Zeit, fügt mit leicht tannender Stimme hinzu, geht auch alleine, gefällt Krivi nicht. Wohin ist Isit gegangen? Isit geht nach Süden, um Höhlen dazu durchsuchen. Nahm spinnt zum Schutz mit. Seht inne, Krivi macht sich etwas Sorgen, kann aber Suche nicht unterbrechen. Hilft Kolonie. Ich hatte andere Fragen. Ja, kriegen wir hier zu. Ich nehme an, du magst glänzende Objekte. Sie neigt den Kopf. Ja, glänzt viel Licht, viel Farben in Adern der Welt. Geht bis zum Herz, denkt Krivi. Sie stößt ein leises, glücklich klingendes Schnalzen aus. Wer ist Krivi?
Der Vitrak stößt ein dumpfes, pfeifendes Geräusch aus. Ist Krivi, sagt sie klug. Weißt du etwas über den Meister in der Tiefe? Krivi weiß viele Dinge, aber nichts über den Meister, fragt Charek. Sie deutet mit einer Klaue auf ihre Anführerin und faltet dann sittsam ihre Hände. Leb wohl. Lab, lab, leb, also ja, leb wohl, Edir-Sprache. Okay. I'm here. Noch mehr Spinnies. Got an arrow for this one. Dead on. Got an arrow for this one. Oh, Gefolgsmannszeittag. Wir haben wieder Geld ausgegeben, aber wir haben ja eh genug Geld gerade. So, Höhlen im Süden. Müssten dann die Höhlen hier nice sein. And quiet. How about that? Ja, da ist ein Vitrak. Vor allem ein wahnsinniger Vitrak. Let's burn this away. I'm here. Okay, Quest? Nö, keine Quest. Oh, ich habe alle Bruchstücke. Ich habe eine polierte Steinkugel gefunden. Sie summt vor Energie und die Markierung auf ihrer Oberfläche nachzuschließen, war sie einst ein Teil von etwas. Ich habe alle Bruchstücke des uralten Schwerts gefunden. Bevor ich diese Waffe benutzen kann, muss ich einen fähigen Schmied finden, der sie von neuem schmieden kann. Mhm. Stufe 13 für Idea. Mehr Überleben. Waffenspezialisierung bringt nichts. Unbeugsam. Furchtlos. Ansturm. Entzweiender Hieb. Zweimal pro Begegnung. Treffer hinnehmen. Nee. Wir haben schon was Modales bei Edea. Der Kämpfer weigert sich, besiegt zu werden. Nachdem er bewusstlos geschlagen wurde, erhebt sich der Kämpfer nochmals mit zum Teil wiederhergestellter Ausdauer und vorübergehenden Boni auf allen Verteidigungen sowie allen Schadensreduktionen. Rein ins Getümmel brauchen wir auch nicht. Vertreibung. Vertreibung wäre eigentlich, wenn er umzingelt ist, gar nicht schlecht. Hey. Oh, das ist aber pro Ruhephase. I'm here. Diese Überreste sind alt und brüchig und die auf dem Boden verstreuten Fragmente lassen darauf schließen, dass sie hierher geschleift wurde. Immer mehr klingt die flötende Stimme der Vitrak in deinem Verstand. Edir-Sprache ist immer noch willkommen. Braucht ihr was? Ich glaube, dass ich Isid gefunden habe. Sie griff mich ohne Vorwarnung an und ich war mich gezwungen, mich zu verteidigen. Krivi versteht. Einen Moment lang spürst du ein eigenartiges, kratzendes Gefühl in deinem Kopf. Dann ist es wieder verschwunden.
Krivi tun Izits Taten leid. Sehr seltsam, dass Izits so handelt. Viele merkwürdige Dinge in diesem Ort. Beim Studieren von Aldra sammelt Krivi viele Dinge. Nicht alle Steine sind gleich. Ja, habe hübsche Steine. Bitte nehmen. Krivi dankte dir, Sprache gut zu kennen. Oh ja, zwei. Ein Verlun und ein Paondrotara. Wurden im Lager abgelehnt.